Servus Leute, grüßt euch. Ich habe heute mal wieder was richtig Geiles vor und dachte, dass ich die Kamera mal einpacke. Was ich genau vorhabe, seht ihr auf jeden Fall später. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird richtig, richtig geil. Bis später. Michael Schumacher. Aber Michael Schumacher ohne Sprit im Tank. Der kommt noch. Ey, was ist denn jetzt? Jetzt steht nicht mal mehr. Jetzt steht nicht mal mehr ein Kilometer-Zeiger. Ja, aber ich habe ADAC-Karte. Ach, die kommen auch, wenn nichts mehr drin ist, ja? Ja, klar. Okay. Du sollst einfach Tankanzeigen gegen dich das Auto springen. Ja, klar. Das glauben sie uns. Gut, Paul. Wer hat heute nicht getankt? Einmal Hände heben. Hatte da Angst, gell? Nee. Gar klar hat's Angst. Oh. Du dachtest jetzt krach. Ich habe schon an meine Mama gedacht. Ich glaube, ich brauche einen neuen Schlüpfer. Du dachtest wirklich, es kracht, gell? Hast du einen Schlüpfer mit noch? Nee. Jetzt haben wir schon die Funkgeräte. Das wird gut. Na, Maschine? Der Kamerateam dabei. Wie lange warst du jetzt hier? Da unten noch. Wir haben hochgebracht. Du hast überall angehalten. Ja, Mathe, wir wollten wissen, was wir hier machen. Du hast verraten, gell? Ich habe nur gesagt, es wird spannend. Ich habe ja wirklich, ich war eben noch mal, ich hatte eben noch mal richtig Tipps. Paul, heute gewinnen? Ich denke, das Ding wird heute. Heute safe? Ich werde das heute gewinnen. Ich denke, da sieht keiner einen Stich. Kein Rödi, kein Josch, keiner. Das wird auch, denke ich, kristallklar. Das ist nicht so ganz knapp oder so, hier wie beim Eishockey oder so. Ich denke, ich werde da schon mit ein paar Sekunden Vorsprung. Wollen wir es warm beim Eishockey? Da habe ich gegen Yannick Seidenberg gewonnen. Das sah eher aus, als hättest du zwei gebrochene Beine gehabt. Ja, aber die Challenge habe ich gewonnen. Die habe ich echt gewonnen. Was hast du denn zahlen müssen? Ja, Rüdi und ich sind heute hier an der Bobbahn. Ich habe ja vorhin schon gesagt, heute passiert was Cooles. Und zwar ja, haben Rüdi und ich hier vor zwei, drei Wochen telefoniert und haben gesagt, wir haben mal wieder Bock auf irgendwas Cooles, auf eine kleine Challenge. Und da ist Rödi die Idee gekommen, dass wir mal hier mit dem Schlitten runterfahren, die Bobbahn. Naja. Seit 39. Da haben wir gesagt. Bob kennst du schon, Schlitten noch nicht. Genau, Rödi hat das schon mal probiert. Danke. Von der bisschen tiefer, heute gehen wir gleich ein bisschen höher. Und dann gucken wir mal, wie das Rennen heute abläuft und wer gewinnt, gell? Also ich denke mal, ich gewinne, aber mal gucken. Ich denke nicht. Ich habe auch nochmal schön den einen oder anderen Tipp mir vom Profi geholt. Auch nochmal an meiner Form extra gearbeitet. Bei Masse ist ja Macht. Und die werden heute schon sehen, die kriegen heute richtig eine Formel. Man muss, bevor man erstmal hier anfängt, heute irgendwie noch über ein Rennen zu reden, muss ich euch natürlich erstmal Rödi vorstellen, denn Rödi ist einer der erfolgreichsten Anschieber überhaupt. Rödi ist zweifacher Vize-Olympiasieger. So, wie viele WM-Medaillen hast du? Zweimal Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister, dreimal Europameister. Also, ist schon ein bisschen was. Ist schon ein bisschen was passiert. Genau, und Rödi und ich, wir haben uns eigentlich in meinem ersten Bobjahr schon kennengelernt. Damals war Rödi für mich das große Vorbild, ist er auch immer noch, menschlich und auch sportlich. Und Schleim! Schleim. Es ist wirklich so. Und dann sind wir nach Olympia zusammen in einem Team, sind auch Weltmeisterschaft, alles zusammengefahren. Ist ein geiler Typ, super. War schon eine coole Zeit. Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Willst du noch was über dich sagen? Was muss man noch so über dich wissen? Waldbademeister. Stimmt, das ist immer wichtig. Rüdi ist Waldbademeister. Falls ihr euch jetzt fragt, was das ist, Rüdi, erklär doch mal kurz, was ein Waldbademeister ist. Der geht mal im Wald und chillt. Also man bringt den Leuten bei, wie sie runterfahren, wie sie sich entspannen. Schleichwerbung, cool. Nee, vor allen Dingen, ich dachte immer, dass Waldbademeister praktisch der Bademeister eines Waldbades ist. Aber so ist es gar nicht. So, jetzt kommt übrigens ja Bob und ja, jetzt müssen wir mal kurz Pause machen. Also ihr wisst jetzt, wer Rüdi ist. Und ich werde ihn auch noch mal unten verlinken. Übrigens ganz wichtig, was ich euch noch mitteilen möchte. Egal ob Kind, Jugendlich oder Erwachsen, macht das bitte nicht nach. Ja? Also wir haben das wirklich alles angemeldet und sind da erfahren und sind auch Profis, genau. Aber kommt nicht auf die Idee, fahrt hier an irgendeine Bobbahn und setzt euch auf den Schlitten und fahrt da runter. Das ist wirklich verboten und sehr riskant. Also, ne? Macht das nicht. Geht los. Was habt ihr so vor? Also ich weiß nicht, was die anderen vorhaben, aber ich werde heute ein Rennen gewinnen. Mit was?
mit dem Wesen hier. Ich muss nur noch mal kurz den Schliff überprüfen, ob das alles so passt. Mit einem Schlitten in der Bobbahn? Ja, klar. Der Schliff, den habe ich extra so vorbereitet. Der darf auch nicht gezeigt werden, das ist ein spezieller Schliff. Guck mal. Oh. Ich glaube, wir müssen... Also wir sind jetzt hier... Wir sind auch ziemlich tief, weil wir wollten das erstmal rantesten. Das ist hier Alexander Rödiger wieder hier, ne? Das Beste vom Besten. Warte, wir machen mal den Vergleich. Alexander Rödiger seinen Schlitten. Mein Schlitten! Da passiert gar nichts. Aber das ist egal, weil ich werde trotzdem gewinnen. Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch früh. Dann geht's los. Joscha hat schon richtig Angst. Der kriegt heute eine richtige Packung. Die mentale Vorbereitung läuft. Läuft bei dir schon? Ist richtig im Gang. Joscha, wie hast du dich vorbereitet? Viel gehulert habe ich. Viel gehulert für die Hüfte, dass ich jetzt in den Kurven da mich richtig reinwerfen kann. Ach, bist du auf den Hype aufgestiegen? Hast du ja so einen Ring besorgt? Total, ja. Ja, ja. Ja. Und blau. Und jetzt läuft's ja. Mit der Hüfte. Und das ist jetzt meine Geheimwaffe. Der Schliff ist optimal vorbereitet. Aber man sieht es auch, du hast original Rostpatina nochmal aufgetragen, ne? Genau, das ist das Wachs, spezielles Wachs. Ach, das ist so braun? Extra gehärtet, genau. Okay. Und ihr habt euch richtig vorbereitet, ich merke das. Selbstverständlich. Übrigens nochmal ganz kurz hier für alle Frauen, die das sehen. Der Josh ist noch Single und auf der Suche. Genau. Ich hoffe, dass ich jetzt den Effekt einblenden kann, dass wir deinen Instagram-Namen, dass ich den unten reinkriege. Ich freue mich. Wie groß? 1,86 Meter. Gewicht? Ja, so, warum, der hat 95 Kilo. Adipositas. Ja. Der hat 7% Körperfett, der Junge. 7? Der hat er wirklich, ja, 7%. Und der hat ein paar Arme dran. Also da werde ich neidisch. Aber mit Armen. Ist im Bauch. Aber Josh, mit Armen kannst du heute nichts gewinnen hier. Nee, ja, das gleiche ich wieder aus. Mit den Beinen. Mit den Beinen, der Geschwindigkeit, der Technik. Ich denke auch, ich werde. Und der Aerodynamik. Und der Aerodynamik, genau. Ich denke mal, ab der zweiten, dritten Kurve werde ich auch nicht mehr hier unten sein, sondern eher hier oben irgendwo. Den mal Schnee gucken. Von dort oben holst du runter? Ich denke, ich werde mit dem Fuß auch mal oben an die Bretter kommen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Wart mal einfach mal ab, was passiert. Ich habe so Bock. Ich habe mich so vorbereitet auf dieses Rennen. Das ist das erste Rennen dieses Jahr für mich. Paul, zieh mal Bauch ein. Das ist, weil die Taschen voll sind, Alter. Hast du im Liegen oder im Sitzen? Das verrate ich nicht. Weil im Liegen ist eigentlich auch eine gute Taktik. Egal, ich mache mich auf dem Ding. Ich kann dir mal zeigen, wie ich das mache. Naja. Ich starte richtig schnell. Nehme ich diese sitzende Position ein und damit einmal. Das wird geil. Ein bisschen Kopf kreisen. Nochmal die Position überprüfen. Das passt so, werde ich das machen. Vielleicht auch so. Genau. Nochmal ein bisschen warmer. Das passt. Das passt. Und zum Bremsen gehe ich dann hoch. Das wird die Schnur, die müsste ich eigentlich abmachen. Die stört nur. Das ist die Glücksschnur. Das ist die Glücksschnur. So. Ah, perfekt. Der ist wirklich stundenlange Arbeit habe ich hier reingesteckt. Nur für das Rennen. Ich bin so heiß drauf. So, ich fahre jetzt los, die anderen kommen dann gleich hinterher. Ja, geht wohl. Thank you.
die ersten Fahrten sind gemacht. Rödi hat natürlich den besten Schlitten. Und bis jetzt haben wir noch das freie Training. Wir werden uns wahrscheinlich darauf einigen, dass jeder mit dem Schlitten von Rödi fährt. Wir müssen nur noch ein bisschen an der Bahnperformance arbeiten. So, wir haben jetzt die finale Höhe erreicht. Bis jetzt lief das Training sehr gut für uns alle. Bis auf PU, der Kameramann. Der ist das ein oder andere Mal gestürzt. Wir sind jetzt hier an der 5-6 Höhe. Das ist der Juniorenstart. Ja, Rödi ist so bis jetzt im Training der Schnellste. Rödi, was sagst du, wie läuft's so? Läuft gut. Echt, ja? Man muss ein bisschen Eier haben, aber muss den Schlitten laufen lassen. Ja. Die Banden, denke ich mal, sind entscheidend. Ja. Also ich denke auch, dass es auf jeden Fall, ich denke, dass es sich auf der Geraden entscheiden wird. Ja. Und natürlich, wer hier am Anfang richtig laufen lässt. Also man kann auch mal noch mal das Geschoss angucken. Man kann das Geschoss noch mal angucken. Nee. Die ja. Andere liegt. Was sagst du? Bis macht, jetzt? Macht mega Spaß. Ja. Wer den dicksten Eier hat, wird gewinnen. Ja. Denkst du, was hätte auf jeden Fall Erster oder Zweiter oder eher? Ja, ein Podiumplatz wird es auf alle Fälle. So, der erste Rennlauf, der geht jetzt los. Ihr könnt ja Bescheid geben, wenn ihr soweit wärt und dann geht's los. Kommt ein Mitglied und hier ist praktisch das Ziel. Rödi fährt als Erstes. Wir müssen jetzt hier raus. So. Jetzt geht's los. Also alle mal in Stellung und es geht. 3, 2, 1, los! Jetzt kommt er, ich bin mal gespannt. Also ich denke, er wird unter einer Minute fahren, weil der ist lebensmüde. Aber warten wir mal ab. Was sagst du, PU? Ich glaube, der macht das Rennen. Ich würde ja gerne an dich glauben, aber ich glaube, Rödi, der hat keine Seele. Der macht das. Bist du jetzt traurig? Hörst du? Er ist geflogen. Nee. Oh, wie man es hört. Aber der Typ zündet richtig, ne? Ja. Wie man ihn hört. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nein! Wie weit er noch gefahren ist. Alter, du kranker Typ! Hast du gelegen, Kurt? Ich hab so gut wie die ganze Bahn gelegen. Wie? Ach so, du hast gelegen. Ich hab mich komplett hingelegt. Aber du warst nicht auf der Fresse gelegen. Nee. War gut. Aber die 12, da tat es mich immer schön. Okay. Schön weggedreht. Krass. Na gut. War okay. Also wir haben jetzt hier, ich screenshotte das, 58,59. Ja. Ist erstmal eine gute Zeit. Ich denke, ich habe ein bisschen was verschenkt. Echt? Ja, 2 Sekunden. Wie wollen wir es machen jetzt? Soll ich noch einmal unten bleiben, dass du mit hochgehst? Oder? Rein theoretisch kann ich auch. Alles klar. Gib Bescheid, wenn es dann losgehen kann. So, Josh geht an den Start. So, pass auf, Rödi. 3, 2, 1, los! Also der erste Kurve fährt er schon krank, aber er liegt nicht. Ich bin gespannt. Hast du die Zeit genau getroffen? Ja, hab getroffen. Alter, der fährt nicht schlecht, du. Mann, Mann, Mann. Also ich mach 1 zu 5. Ist er noch aus der Bahn?
angekommen, 1:01. Ja. Ich hoffe mal kurz 10 Sekunden nicht. Ich mache noch ein paar Abläufe, gell? Ja, mach mal deine Abläufe, aber die bringen dich nicht weiter. Du, mal ganz kurz, gell? Wenn du nachher unten so ein roter Streifen an dir lang zieht, dann bin ich das, gell? Nicht erschrecken. Du meinst die Blutspur oder was? Stille. Jetzt hat er Angst. Nee, aber Rödi, pass auf, ein Angebot kann ich dir noch machen, bevor ich gleich starte. Und zwar, ich meine, deine Fahrt war ja nicht so gut, das hat man an der Zeit gesehen. Soll ich einen Punkt mitnehmen, dass ich dir die Kurven währenddessen nochmal erkläre? Weil ich denke, ich habe ein bisschen Zeit. Vielleicht mache ich auch unterwegs, gucke ich nochmal, was so geht. Vielleicht mache ich einen Kostenhalt, mal sehen. Alles klar, ich habe schon mal deine Taschentücher bereitgelegt. Alter, ich bin heiß wie Frittenfett, gell? Ich glühe richtig. Ich habe den Schlitten auch nochmal richtig auf Vordermann gebracht. Ein leichtes Tuning habe ich nochmal gemacht. Hast nochmal ordentlich Wachs aufgetragen. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie das jetzt ausgeht. Entweder war das Tuning jetzt so gut, dass es wirklich phänomenal schneller wird. Oder ich habe in die falsche Richtung getuned, dann wird es eventuell ein bisschen langsamer. Aber wir werden es sehen. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, pass auf. Und zwar, auch für die Leute, ne? Unser Kumpel Paul, der kann ja nicht so einfach verlieren, ne? Also kann er schon, aber er möchte halt immer, er gewinnt halt immer gerne, ne? Und wir haben uns jetzt gedacht, wir stoppen seine Zeit einfach so 10 Sekunden kürzer. Das heißt, Rödi mit dem Handy, direkt wenn Josh sagt, stoppen, dann stoppen wir. Und mit meinem Handy drücke ich einfach 10 Sekunden später. Und falls er nicht gewinnt, gewinnt er trotzdem, verstehst du? Weil wir können es ja nicht so machen, dass er bei jedem Vlog verliert halt, ne? Ja, um ihn heute mal ein bisschen zu boosten, ne? Hat sich ein bisschen Mühe gegeben und hatte Spaß. Schauen wir mal, dass er vielleicht heute 10 Sekunden vorne liegt. So, das ist jetzt das offizielle Handy. Das ist das offizielle Handy, also muss hier die schnellere Zeit eigentlich drauf sein. Genau, du drückst direkt, wenn Josh sagt drücken, dann drückst du. Ich muss eigentlich später, weil er guckt ja immer auf das Handy. Ja, wir haben ja eigentlich diesen Sommer noch was vor. Stimmt, geht gleich los. Stimmt, wir müssen also mit meinem Handy. Die reelle Zeit. Stoppuhr. Also mit meinem die reelle Zeit. Genau, und mit dem starte ich ein bisschen später. Richtig. So, ja, okay. Gut, so machen wir es. 3, 2, 1, los! Drück. Ich habe jetzt gedrückt. Oh, der war richtig schnell im Start. Ja? Gut. Dann drück ich. Wie viel hast du? Gut, ich drücke. Das sind 12 Sekunden. Ein bisschen durch, sodass er bei 55, 54 ist oder so. Was hat zu 58, ne? Man hört ihn. Wir müssen aber erst abwarten, ob er sagt, ob er gestürzt ist. Ja. Weißt du? Falls er stürzt, dann geht's ja nicht. Also du drückst die Realzeit, ne? Gut. Er ist schnell. Ne? Wie fährst du? Nein. Nein! Er ist sich jetzt schon voll. Also das ist seine Realzeit. Das ist die gefakte Zeit. Zeig die fucking Zeit! Ich bin hier gerade perfekt gefahren! Ja! 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 Alter! Alter, Falter! Ich bin perfekt, ich hab nicht einmal gebremst! Nicht einmal gebremst! Ich hab nicht einmal gebremst! Krass. Komplett! Was war das für eine Zeit? Das war's, eine 50-52. Die andere Zeit ist von meinem Handy. So. Ich habe richtig gedrückt. Rödi hat es nicht so, der hat ein bisschen Arthrose in den Fingern. Der hat ein bisschen gebraucht mit dem Drücken. Ich hatte Schnappfinger. Wird wohl gleich hier weitergeleitet, ja? Das, Na klar, Michel mal schreiben.
Ja, warte aus mal. Lass Rödi nochmal fahren. Ich glaub, Alter, da Röden hätte gar keine Chance. Warte mal ab. Ey, wenn ihr mich verarscht, meine Zeit eigentlich übelst schlecht war, gell? Nein, das stimmt nicht. Warum da sollten wir dich verarschen? Da hab ich euch die Schnauze. Warum sollten wir dich verarschen? Digga. Was, ey, Paul, mal ehrlich. Hey, was wären wir denn für Freunde? Gibt's da heute keinen Burger King mehr? Ah, nee, heute ist Diät, oder? Los, oder ist heute Burger King? Jetzt, komm. Ist heute Burger King? Nee, ich mach doch Diät. So. Der letzte Run ist durch. Ich habe das Ding klar gewonnen. War überhaupt kein Problem. War mir von vornherein klar. Ich war bestens vorbereitet. Rödi ist krasser Zweiter geworden. Also Paul hat schon einen super Job gemacht. Hat riesen Bock gemacht, gell? Die Bahn runter zu heizen. Muss mich heute geschlagen geben. Und Josh hat den dritten Platz gemacht. Den ehrenvollen dritten, ja. Aber ich meine, ich habe an Erfahrung gewonnen. Es war ein riesen Gaudi. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal. Und ich bin stolzer Verlierer gegen die beiden Herren. Was man natürlich auch noch mal sagen muss, Josh ist ja auch kein Wintersportler, wir sind ja einfach viel erfahrener, gell? Gut. Wie viel? 51. Jetzt echt jetzt? Ja. Zweimal krass. Gewonnen. Geil. Zweimal gewonnen? Digga. Hast du zweimal gewonnen jetzt? Ich bin ja schon entfolgt. Ich habe schon mitbekommen, dass du mich, ihr wolltet mich wieder verarschen, gell? Willst du mich räumen? Warum bist du mir entfolgt? Ja, weil ich weiß schon, dass ihr mich verarscht habt. Hä? Du hast doch 51, das ist doch brutal wieder. Ja. Du warst nur eine Sekunde langsamer als das erste Mal. Nee, du hattest 50 noch irgendwas, es war eine 51. Ja. Du hast ja einen Screenshot gemacht. Warte, ich muss nochmal auf meinen Screenshot gucken. Guck nochmal drauf. Warte, ich muss nochmal auf meinen Screenshot gucken. Warte, auf meinem Screenshot hier steht 50-52. Das ist eine 51 dann, oder? Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Sport, ne? Dicker, was willst du denn jetzt von mir? Sag mal. Ich bin richtig sauer auf dich. Warum denn? Du weißt schon warum. Warum denn? Freu dich nicht noch so hässlich. Wer ist denn auf die Idee gekommen, mich zu verarschen? Welche Idee denn? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Warum sollten wir nicht? Du hast jetzt eine 51. Also habe ich gewonnen. Ja, denke ich doch, wenn du eine 51 hast. Du hast eine 56. Ja. Was hat er jetzt für eine Zeit gehabt? Was hat er denn für eine Zeit gehabt? Was hat er für eine Zeit, Rödi? 1:03. Ey, Jets! Sorry! Der war wie viel? Eine Sekunde schneller? Als du das erste Mal? Wie schnell war er beim ersten Mal? 1:04. Ihr seid richtige Pisser, gell? Ich hab so eine behinderte Lache. Ihr seid solche Pisser, gell? Ihr seid echt keine Freunde. Ich hab Tränen in Augen. Ja, schön. Ich auch gleich. So, morgen erst mal eine Versetzung beantragen. Aber wohin? Hier mal gucken, weg von dem Herrn Hähne. Mich jetzt auch bitte, dass wir uns immer mit richtig ansprechen, nicht mehr hier mit Vornamen oder so. Aber Paul? Ja, da habe ich wohl verloren. Paul, nee, du hast nicht verloren, du bist Sieger der Herzen. Weil, Paul, hast du auch gewonnen. Ja, Paul, pass auf. Also ich hab den Leuten ja erklärt, du bist so ein ehrgeiziger Typ. Und das ist ja die Stärke, die wir an dir so mega krass schätzen. Das geht jetzt runter wie Öl gerade, ne? Ja, komm. Ich habe gerade verloren. Nee, pass auf. Ich weiß, wie schwer es für dich ist zu verlieren, dass du den ultimativen Ehrgeiz hast, dann das so lange zu üben, zu machen und zu tun. Und ich weiß, wir werden nächstes Jahr wieder hier stehen. Da komme ich vorbereitet. Genau. Du wirst diese Zeit brachial unterbieten. Wahrscheinlich mit einer 50 noch irgendwas, wenn ich sie stoppe. In Rüdi Schupp, wenn nicht. Komm, Alter, ist gut. Eigentlich müsste ich jetzt noch abmoderieren, ich habe gar keine Lust da drauf. Doch, mach mal bitte. Nee. Kann Rödi machen, ich kann jetzt mal Rödi sprechen. Ja, Ableger. Es war auf jeden Fall ein tolles Rennen. Paul hat sich sehr viel Mühe gegeben. Die Zeiten, ja, welche sind richtig, welche sind falsch? Das sehe ich dann bestimmt beim Schnitt, gell? Das siehst du beim Schnitt. Bist gut gefahren, hast dich gut geschlagen. Aber was soll ich sagen? Im Zeugnis steht, er war stets bemüht. Ja. Wieder ein Vlog. Ich bin verloren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da oder kommentiert. Wenn ihr dem Alexander Rödiger oder jemand anderen von den dreien folgt, ich würde die ganzen anderen Namen gar nicht nennen, den könnt ihr auch entfolgen, das wäre auch nicht schlimm. Und ja, bis dann, wir sind raus.